einfach reingeschickt, so an irgendwelche Leute aus meiner FL. Und wow, ich hänge ein paar Köpfe auf, by the way. Boys. Und welche Leute dann nachher reingeguckt haben, war halt auch random. Ich habe hinten noch in der Ecke was stehen dann. Wie hast du die Schubkarre gebaut? Ja, die ist leider ins Wasser gefallen. Du hast ja einen Ofen gebastelt, Digi. Ja. Trust me, die Keule ist, naja, was heißt du, also, keine Ahnung, ich mag die Axt, weil, achso, also, dann müssten die ja rein theoretisch schneller tot gehen, ne? So korrekt. LOL! Hier läuft wieder so ein Weißer rum. Ja, ich bin bei dir. Warte, dann probieren wir das Ding mal aus. Geh mal weg. Ich weiß nicht mehr, wo er ist. Der ist hier gerade an mir vorbeigesprintet. Hier hast du Hallos oder was? Nein, hier hinten geht er rum. Ich kenne dich halt auch von George und ich finde dich richtig korrekt, wie George meint. Oder dann, nee. Berkan, lass sein, alles gut, brauchst du auch nicht sagen. Freut mich, wenn du zuschaust und wenn man dich hier öfter sieht. Und hier muss nicht gesappt oder sonst was werden. Und ich bedanke mich natürlich für dein Lob. Naja, gut, wir bauen ja natürlich aber direkt bei denen unterm Haus so ungefähr. So, jetzt hänge ich hier mit meiner Keule und nichts kommt. Die Maus über die Waffe siehst, ist halt die Speck. Ach so, ja, stimmt, klar. Ja, Damage. Ja gut, die macht halt wirklich keinen Damage. Ja, nee, hast du natürlich recht. Aber das ist das Problem, Speed. Und ich habe lieber so viel Damage, aber dafür richtig krass Speed, als andersherum, bin ich ganz ehrlich. Und hier kannst du, da kannst du richtig reinlömmeln. Du musst hier unten hinfahren, Digi, hier ist noch genug Holz. Alles voll hier. Alles runtergekullert. Ja, ich muss hier unten mal hinfinden im Dunkeln. Ja, fahr vorwärts, nicht rückwärts. Geiles Seil, oder? Ja, mega. Du musst aber vor dem Wasser stehen bleiben, weil das Ding rutscht irgendwie immer richtig dirty ins Wasser rein. So, alles fertig. Ja, kannst du mir bitte leuchten? Wow, Alter, du bist so ein Hero. Das hätte nicht mal ein Gabelstapler oder sonst irgendwas geschafft. Und du? Du einfach mal mit vereinten Kräften ohne Räder. Ich hab keine Ahnung, was ich da mache. Digi, rechts lang, ne? Runter jetzt. Ich komm hier nicht vorbei. Noch früher hat sich George gekommen. Wie gesagt, ihr seid hier mehr als willkommen. Für die Leute natürlich von George und allgemein. Musst du hier vorne stehen lassen, Digi. Ja, GG. Lass am besten genau so stehen, weil die drei Shelter sind hier voll. Ah ne, wir haben hier noch zwei. Wenn du deine Axt mit Harz und Federn kombinierst, wird sie schneller und zum Zinn kombinieren, machst du halt mehr Schaden. Ah, okay, also könnte ich die. Aber die geht dann auch kaputt, ne? Also ich muss erstmal was essen. Das probiere ich aber gleich mal aus. Die Bären können wir beide wieder essen, ne? Es ist schon wieder kalt. Dann könnten wir eigentlich jetzt den nächsten Tag endlich mal nutzen und losgehen, oder? Ja, eigentlich. Wenn du halt viele Zähne drauf machst, wird sie langer und viele voll. Ja, was? Ja, ihr klatscht an eine Wand. Den habe ich von außen gekickt, Alter. Junge, Alter, bist du verrückt oder was? Hä? Willst du aufs Maul?
Bam, Junge, in dein Face, du verdammter Pisser, Junge. Komm, ja, jetzt hat's sagen. So eine Keule. Bam, Junge, in dein dreckiges kleines Hodengesicht. Liegen bleiben. Warte, ich trag ihn weg. Oh, ja. Wir nehmen ihn mit, Pansenkinder. Meiner. Nein, Sub oder Dieter? Ja, so korrekt mit. Alles gut. Alles gut, mein Lieber. Super, super lieb von dir. So, und jetzt? Das macht man mit Leuten, die einfach keine Eier haben. Wo bist du, Alter? Naja, ich massakriere ihn gerade vor unserer Haustür. Ich dachte, wenn wir schon. Vielleicht können wir noch mal was von zu Hause. Ich zackstückel den ein bisschen. Geh weg, das ist meiner! Nimm den Kopf mit, der rollt! Digi, nimm den Kopf! Der Kopf rollt! Okay, ist ja gut, ich mach's selber! Hier, ich hab hier hinten auch noch was! Oh, wie viele Köpfe ich hab... Jetzt rollt der nächste! Nimm den Kopf! Oh, ich hab hier noch gar kein Thema gewesen. Aber ich dachte schon, ne? Hast du das Feuer an? Nein. Mach mal an, ich hab einen Zunder. Wow, was ist das denn, was ihn da hinten noch verfolgt? Zündel, Zündel. Okay, wir haben sogar wieder Trinken hier. Ich finde, wir sind super ausgestattet. Bin ich ganz ehrlich, ich hänge hier noch ein bisschen Scheiße auf. Und dann könnten wir eigentlich, guck mal, könnten wir eigentlich ein bisschen craften. Burning Craft Eggs, Burn Speed. Wir müssen doch hier im Ofen jetzt ein Lagerfeuer machen können. Nee, warte mal, Zähne nicht. Randy auch wieder am Stimmen. Schau mal. Was knapp, Mate. Warte. Striker. Klar, das wenn ist ich doch mit dir zocken würde, würde ich mich genauso kaputt lachen wie jetzt. Das ist ja das, was mich so freut, wenn die Leute sich, sag ich mal, an dem Entertainment so ungefähr ergötzen. Wow, Digi. Ich bin wirklich begeistert an deine Bauweise. Bloß, Digi, hättest du da nicht einfach mal eine Gerade ziehen können, irgendwie? Grauenhaft. Was hast du gemacht, Diggi? Ich hab den mit meinem Goldmann über den Schädel gezogen. Oh Mann, mir geht's wunderbar, Randy. Ich hoffe dir auch. Bei eurem Rundgang eure Augen ganz toll auf. Man findet vielleicht einen der 7 Teile. Ich hab schon ein bisschen was gefunden. Ich hab hier sowas hier. Timmy's Drawing. Möchtest du Timmy's Drawing sehen? Komm mal her, guck dir das mal an. Siehst du das? Was der gemalt hat? Das ist ein Künstler. Der hat... Wow, der Timmy muss dumm gewesen sein, ganz ehrlich. Wie kann man ein Strichmännchen malen? Ach, das soll eine Waffe sein. Das sah eher so aus wie eine Pistole, die er irgendwie am Schaft vorne hat. Siehst du das Bild überhaupt? Ja, ja. Ich wollte es mit dir angucken. Ach so, übrigens, ich muss unbedingt, wo sind Knochen? Ja. Das Bild ist richtig sick, oder? Warte mal. Bonhammer. Wieso kann ich die... Mann! Ja, natürlich, klar, also ich weiß schon, was du möchtest, aber ich brauche halt selber... Wow, kann man das scheiß Bild jetzt mal wegpacken? Danke. Ja, das schlafen und dann aufbrechen. Na, ich brauche halt Rüstung. Wow, du hast es halt wirklich... Wow, wie fürsorglich du bist. Richtig schön, gell?
Ja, echt? Pussy. Wie wäre es mit Song Request? Nee, Diggi, die Vielfalt hier in dem Game ist es wirklich der idyllischen Sounds und so zu hören, so ungefähr. Ich mache auch YouTube, mein Lieber. Ausrufezeichen YouTube findest du den Kanal. 6 Bones und 3. Ach so, ja, stimmt. Moment. Ihr habt recht, ihr seid klug, ich bin's nicht. Da boxt schon wieder jemand an die Tür! Ernsthaft? Jetzt hau ich den Typen aber in die Fresse, Junge! Was ist los mit dir, Junge? Du kannst doch ganz normal vorher mal anrufen, du verdammter Bisser! Ab mit der Axt in den Arsch! Alter. Ja, nimm ihn mit! Hier, Schürze. Vor den Kamin! Vor den Kamin, Alter? Kamin, Alter. Den weg. Irgendwie kriegt man da Bock, ne? Das splasht man so die Zähne zusammen beim Rummen. Ja, gell? Junge, vom Googeln her, alles klar! Oh Mann, Da unten ist unser Leichenhaufen. Wir haben schon bald mehr Leichen hier als die Leute selbst hier. Digi, hier ist kaum noch Platz. Ja, so ein Fuß passt da immer noch zwischen. Oder so ein Kopf. Wow, wir sind übelst die Kandidaten. Hast du dir das mal angeguckt? Ja. Guck mal so, aber hier. Man kann viel sagen, aber wir sind keine Rassisten. Wir haben auch schwarze Köpfe drauf. Und du musst doch mal ganz kurz hier gucken. Wir sind sehr strukturiert, was das angeht. 3 Füße, 1 Kopf, 3 Hände. Wir sind halt, wir machen auch immer die lackierten Fingernägel nach rechts. Und ja, lass jetzt schlafen und dann mal wandern gehen wieder. Links. Oh Mann, ich muss nächsten Tag unbedingt was essen. Ich muss das mal speichern. Ja, aber richtig sadistisch. Ja, kannst loslegen, Digi. Ja. Auf meinen Namen. Ich hab damals sozusagen das Motto zum Film gemacht, so ungefähr. Bin immer einer, ich konnte nie abwarten in den Games. Bin immer einer gewesen, der sofort los musste und. Ja, und das hat's halt irgendwie dann auch dazu gemacht, Striker, Stürmer sozusagen und CG halt für Community Gaming. Digi, wo ist das scheiß Lagerfeuer? Hier! Im Ofen? Ich habe auch schon Essen reingepackt. Ach so, okay. Ah, cool. Du kannst doch schon einen zwampfen, ne? Wow. Ja, Digi, sei mal nicht so geizig. Hau mal ruhig was rein, da. Ja, ich bin voll gegessen und... Meinst du, wir sollten noch was aufbewahren? Ja, ja. Lass einfach losgehen. Ja, warte, ich will den Schädel eigentlich noch essen. Naja, egal. Wo wollen wir jetzt hin? So, warte mal. Wo kann ich denn die Flares und... Marvin, moin! Die Flares und so alles hinpacken. Ich habe auch noch eine Uhr. Ja, ich weiß es nicht. Das müssen wir uns danach mal bauen. Ja, okay. Lass mal auf die andere Seite vom Fluss gehen. Ja, warte, ich will gerne noch mal ganz kurz... Wo ist denn das Beet noch mal? Ah, hier. Nee, da. So, wo bist denn du? Ach, da. Team Spätschicht? Warte mal. Boom, ich hatte es richtig. Ja, auf jeden Fall, Niklas. Cool, dass du es noch wusstest. Team Spätschicht. Ich bin immer weg, hatte heute B-Day. Ich bin K.O. vom Feiern. Oh, Digi, wie alt bist du denn geworden? Erstmal noch alles, alles Gute zu deinem Geburtstag, mein Lieber. Komm, der Chat, bitte einmal noch ein paar Herzchen für den lieben Berghahn raushauen, der heute Geburtstag hatte. Alles, alles Gute, mein Lieber. Also, ich würde gerne noch mal... Boah, mach das scheiß Feuer aus. Ich würde gerne noch mal so einen anderen Kram... Da ist ein Reh! Boah, Digi, Alter, schrei doch nicht wie so ein Arsch. Ja, das treffen wir aber nicht, Digi. Doch, doch, chill, 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 chill. Vorher wächst mir ein Kräuterbaum aus dem Arsch, Digi. Du
dummes Vieh. Ich habe extra einen Bogen mitgenommen. Ja, egal, aber du musst lol. Mit dem. Was lol? Ah, das bist du. Mir wurde gerade der Name nicht angezeigt. Nee, übertreiben Sie bitte. Ich müsste auf jeden Fall zusehen, dass ich gleich nochmal so eine Echsen und so kill. Wie killt man eigentlich am schnellsten und besten Echse? Wahrscheinlich mit dem Bogen. Hier sind doch Blaubeeren. Ich bin voll. Links von dir ist gerade ein Regespawn. Plus 3 Knochen, so. Plus 2 Stoff, Ultimate, Anus-Vergewaltiger. Moment! Zack! Warte, das will ich jetzt wissen. Zack! 3 Knochen. Wow. Wow. 3 Knochen. Ich hab das Reh getötet! 2 Stoff. Wow, Diggi! Ohne Witz! Guck dir mein Speer an! Er hat von mir ein neues Handy zu kaufen und ich habe absolut keine Ahnung welches, kein iPhone oder Junge, wie hast du das Ding gemacht? Diggi, der heftigste Anus-Vergewaltiger ist einmal dein Speer rauf auf den Dingens, dann haust du da 3 Knochen rein und 2 Stoff und dann ist das der heftigste Anus-Verzerrer. Ich habe aber nur mehr 2 Knochen. Ja, dann natzen wir noch hier. Diggi, das, sind die nicht auch Knochen bei diesen komischen Fickfehlern hier? Ein Fisch! Okay. Ja, ich wünsche dir was, Berkan. Schön, dass du da was mit. Hast du noch einen Knochen im Inventar? Nee, leider nicht. Nicht mal einen Knochen. Danke, Berke. Denn der Analbreiter 2000. Ja, Digi, du musst hier den Analbreiter 2000 machen. Oh mein Gott, ey. Scheiße. Hast du eigentlich mitbekommen, dass ich gerade ein Reh mit meinem Bogen getötet habe? Ja, mir ist doch gerade ein Kräuterbaum aus dem Arsch gewachsen. Jetzt ohne Witz. Echse! Wow! Der Anal... Breiter 2000, macht einfach mal One-Tap auf die Dinger. Ich will schlafen, Leute. Ich wünsche dir was, mein Lieber. Guck mal. I-Beams kriegt diese Echse. Und 3 bei den Kanalreiniger. Ja, easy. Kann man die Speere auch werfen, aber das Spiel backt rum und da verschwindet man. Ja, das ist natürlich kacke. Wow, wesentlich geiler, Diggi. Ich hau mir die Rüstung richtig in den Sack. Ich bin Echsenjäger 3000. Was machst du eigentlich so? Nichts. Ja, wollen wir nicht weiter erkunden gehen? Ja, ich mach mir nur gerade echt heftigste Rüstung. Echsenarm ist zu weit gebreitet. Ja, das stimmt allerdings. Ich habe 3 Echsen, Alter. Im Volksmunde, okay. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen Rüstung, ist das immer. Ist das Bier, das, was du da trinkst? Ja, das ist Milchbier, so ungefähr. Ich bin bei dir, Matt. Ich bin bei dir. Mit dem Bogen ist das Jagen mega einfach, ne? Okay. Menschlicher tierischer Anus neigt unter massiven Krafteinwirkungen zum Brechen. Okay. Wow, Diggi. Ja? Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist rot. Und es ist weit weg. Ja, Milch mit Bier gemischt. Hier ist noch ein Hasenfell, das kann ich nicht mehr tragen. Ich habe noch gar kein Hasenfell gehabt. Mann.
Und wieder raus und runter. Mach das, Diggi, ich wünsche dir was. Wo ist das Hasenfell? Hier am Boden, irgendwo. Ich hab den Kopf vom Hasen. Okay. Ich schieß dir die Sachen, okay? Naja, aber ich möchte gerne noch ein paar Kartons oder so. Paar was? Ein paar Koffer oder so finden. Ich habe auch noch so ein achtarmiges Teil, habe ich noch gar nicht gesehen. Wann kommt denn so ein Shit? Ein Stoff, ein Wodka, Blutmischung, Instant Röstungsarom. Alter, ich habe einen Waschbären. Ich habe ihn gekillt. Ich bin Waschbärkiller. Wie? Da kommt ein kleiner Waschbär raus, wenn ich ihn. Ich habe ihn aufgeschnitten und da ist ein kleiner Waschbär rausgekommen. Hier ist ein Eichhörnchen. Ich weiß nicht. Was bist du? Ey, das ist ein großer Waschbär. Scheißegal. Waschbären. Waschbär dort. Guck mal. Silber. Was denn? Ich hab ein süßes Köpfchen. Wo bist du denn? Oh, jetzt bin ich hier wieder unten. Wow, ist das makaber hier. Kleines süßes Köpfchen. Den muss man mitnehmen, ne? Dann kann man da irgendwas draus machen. Ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, was es hier gab. Ich bin mir gerade echt... Aloe Vera. Mh. Ein bisschen Fleisch. Ein paar Köpfe. Muschikläuse. Achtbeinige Ficker. Helfen halt nur Bogen und Molotovs. Ah, okay. Also das sind die richtig krass harten Ficker. Auf gut Deutsch. Toxic Folk? Toxic Folk? Apex, was meinst du? Meinst du jetzt die Guanas? Hier ist noch ein Reh. Ich hasse es, hinterher zu laufen hinter diesen Viechern. Ich habe das Reh getroffen und es läuft weiter. Das ist ganz wichtig. Lauf, kleines Reh. Lauf. Und es läuft zu mir! Es hält direkt neben mir an und ich mache nichts. Ja, töte es und nimm den Pfeil mit. Wenn deine Wand berührt, fällt die halt stumpf um. Wie so eine Waffel, okay. Ja, was sie machen müssen in deinem Motto. Ja, definitiv. Das Wort Hurensohn ist quasi schon ein Grundbegriff. Das kommt vor jedem Artikel. Hurensohn die. Hurensohn kleine. Hurensohn Fotze. Im Falle der Fälle. Wow, ist die Insel einfach nur nicht so groß? Ja, das Game hat 1 Gigabyte, ne? Naja, es gibt aber noch Höhlen. Und es buggt. Am besten war heute Waller, das stimmt. Wow, Silver, verlässt du mich? Ich denke, ja. Wir sollten noch mal Richtung Flugzeugwrack. Wir drehen halt wirklich die kleinsten Runden, die es gibt. Ja, ich gehe kurz rein, hau mir eine Blaubeere rein und komme wieder. Naja, wir sollten aber dann doch noch mal in eine andere Richtung. Also im Endeffekt haben wir die eine Richtung noch gar nicht richtig ausgeweitet. Wenn ich ehrlich bin. Welche? Achso, nimm die Knochen mit, wenn es geht. Dann kannst du dir auch noch so ein Teil hier machen. Ah ja, stimmt. Ja, dann komme ich auch noch rüber, dann hau ich das Fleisch nochmal eben weg. Naja, die eine Richtung, zum Beispiel, wo der Kopf ist, der Kopf vom Flugzeug. Die gute alte Blaube. Wo kann ich? Wir brauchen mehr so Scheiße zum Aufhängen, Alter. Ja, soll ich. Digi. Können wir sowas noch schnell bauen? Ja, ich mach noch 3 Stück, okay? Ja. Warte, ich baue hier eins her. Ich mach's rund ums Haus, Digi. Yeah. Jasper Ghost, danke für dein Follow, Mate.
Ein Stock fehlt mir noch. Wow, baust halt direkt in den Eingang, wo wir vielleicht noch ein Tor hin machen wollen. Aber geh, geh. Ja, lass los. Ja, lass los. Warte mal, ich muss auch noch. Wow. Komm hier wieder. Ja, wir haben nicht mehr so viel Zeit, glaube ich. Ja, das sagst du dir, dass hier direkt vorm Eingang baut. Digga, das sieht aus wie eine Wäscheleine, was wir hier machen. Und da hängen wir einfach Fleisch auf. So, wollen wir denn? Na los. Komm, los geht's. Die Richtung. Also hinter unserem Haus. Aber man kommt so immer mehr in dieses Game rein. Ein Hammer, gleich zwei Gewand, zwei Stöcke, ein Stein und 10 Harz. Damit repariert man die Wände. Dann fallen gleich auseinander. Was? Wieso fallen meine gleich auseinander? Hm? Niklas meint, unsere Wände fallen wohl gleich auseinander. Ja, ich hab's gelesen. Der könnte recht haben, weil du hast davor ordentlich drauf eingetrommelt. Kennst du nicht den Song? I got a ding ding ding, got a ding got a ding 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 ding. Da hinten waren zu mir, wir doch schon. Dass sie meine Mutter gefickt haben, dann bin ich immer traurig, weil sie gelogen haben. Na, ich finde immer so irgendwie so ein 12-jähriges Kind, welches auf Mütter so Mitte, Ende 40 stehen, finde ich halt schon armselig, dass sie keine Frauen in ihrer Jugend finden. Die müssen halt porthässlich sein. Weil eine Frau, die keinen Mann hat in dem Alter, ist halt schon froh, wenn sie dann wirklich mal was knallen kann. Und dann ist junges es nicht so. Fleisch kann nicht, haben dann kann. Ist es nicht so, dass der 12-Jährige die Mutti gefickt hat. Dann ist es nämlich so, dass die Mutti nämlich den 12-Jährigen gefickt hat. Übrigens, ich habe hier eine Schildi. Ja, mach sie kaputt. Ja, ich mach's gerade mit ihr. Hier sind Koffer. Oh, ich will Koffer. Koffer sind viel interessanter. Castle Lord, ein wunderschön, mein Lieber. Und die Maus sind mit 40 noch. Ja, natürlich, klar. Das war ja auch nur so ein Beispiel, weil meine Mama ist zum Beispiel 48. Und da sind 1000 Flares am Boden. Wow, ich will sie alle haben. Da ist ein Reh. Ich will halt mehr haben. Ich will halt eine benutzen. Wenn man keine 40-Jährige abbekommen, dann ist halt mit der Schild. Hier sind auch noch Teile vom Flugzeug. Hier sind noch so eine Bleche. Die Dinger kriegt man nicht kaputt, ne? Um Gottes Willen. Das war jetzt nicht verallgemeinern zutreffend auf irgendetwas. War jetzt nur ein Beispiel quasi dafür zu nennen, dass viele Deutsche halt wirklich das Wort Hurensohn als Grundbegriff für alles sehen sollen. Das finde ich halt schade. Das sind auch noch Zelte. Silver, wo bist du eigentlich? Alter. Ah, ich habe eine Höhle, Diggi. Nehmt dann eine Schildkröte auseinander. So. Wo hast du eine Höhle? Ja, hier, wo ich bin. Die sieht sogar noch recht schmackhaft aus. Hatte man nicht eine Karte? 20 Kilo Schminke ins Gesicht klatscht, das ist natürlich sexy. So, egal, ob du schwarz, weiß, hetero, bisexuell, schwul, lesbisch, klein, groß, dick, dünn oder arm bist, wenn wir in jedem Ziel die Level schwul. Ja, deswegen. Nee, haben wir noch gar nicht. Wir spielen das Spiel tatsächlich seit 4 Stunden gleich. Seit 4 Stunden spielen wir das. Wollen wir da runter? Ich würde hier oben aber nochmal was zu essen kurz kredenzen. Bin schon unten. Wir haben keine Stöcker. Und du gehst runter.
YOLO! Ich bin... kannst du runterkommen? Ich bin tot. Wie? Wie runterkommen? Du bist tot. Ja, ich bin runtergefallen. Ach so, kann ich dich wiederbeleben? Ja. Ich bin schon leid. Nee, alles gut, um Gottes.